Hauptsächlich werden wir über die Stadt von Kotor selbst reden, weil wir ja dort die gesamte Zeit verbringen werden. Also ja, wir befinden uns jetzt in dem Staat von Montenegro. Und Montenegro ist ein slawisches Land, oder besser gesagt südslawisches Land. Und die moderne Geschichte von dem Land beginnt ab dem Jahr 2006. Und wir waren ja die letzte von den sechs Republiken, die sich vom Jugoslawien getrennt hat. Oder diesem vereinten südslawischen Staat. Und von dem Namen kann man das ja nicht merken, dass wir ein slawischer Staat sind, weil Montenegro klingt ja nicht sehr slawisch. Aber in unserer Sprache, die jetzt offizielle montenegrinische Sprache, sagt man Crna Gora für das Land. Aber weil es ja viel zu schwierig ist, für mehrere Ausländer das auszusprechen, benutzen wir auch den lateinischen Namen, der Montenegro heißt. Und das bedeutet auch dasselbe, das Land der schwarzen Berge. Und das ist ja auch ziemlich passend für diese Gebiete, weil das gesamte Land ist ja 70% mit Bergen bedeckt. Und hinter diesen hohen Bergen gehen ja noch weitere hohe Berge, bis zu der Grenze mit Serbien. Und der höchste Berg in diesem Gebiet ist der Lotjenberg, der ist ungefähr 1700 Meter hoch, Fürstenpalast. Oder der Ort, wo der Fürst von der Stadt oder so etwas wie ein Bürgermeister gelebt hat. Kotor hatte immer wieder eine gewisse Autonomie bei jeder Regierung. Sie hatten einen größeren Senat, einen kleineren Senat. Und wie die Italiener nennen, den Capitano della Comunità oder den Kapitän der Gemeinde, den Fürsten. Und der kam aus den Reihen der Adelsfamilien von Kotor. Und hier hat er gewohnt mit seiner Familie und über die Stadt regiert. An dem zentralen Punkt von der Stadt steht auch der Glockenturm aus dem 17. Jahrhundert. Und vorher hatten wir auch einige Löcher, wo diese Löcher sich jetzt befinden, waren ja auch vorher Symbole von der Venezianischen Republik, aber einige davon waren ja auch entfernt. Die Österreicher haben auch diesen Glockenturm mehrere Male repariert und auch eine Familie speziell aus Wien gebracht, damit sie sich um diesen Glockenturm kümmern. Und die Familie Hommen lebt immer noch in der Stadt von Kotor, weitere Generationen. Und die haben auch das älteste Geschäft, das immer noch in Betrieb ist, wo sie alte Uhren reparieren. Also kommen, hier stehen auch weitere Paläste. Auf der linken Seite steht der Byzantinpalast. Auf dieser Seite können wir auch ein kleines Denkmal zu der Lepanto-Schlacht sehen. Eine Schlacht, die wurde eine Meere sind, ja auch der Butcher-Palast. Das war eine der mächtigsten Familien in dem Mittelalter und in den Zeiten von der serbischen Herrschaft, der serbische Reich, über diese Gebiete regiert hat. In den 12. und 13. Jahrhundert kam auch und er wurde schnell bekannt als ein Heiler von Menschen und auch von Tieren. Und er hat gelebt während der großen Zeit der Vertreibung von Christen. Und das war ja die erste Vertreibung, die das gesamte Römische Reich umfasste. Und jeder Bürger von Rom musste ein Opfer zu dem Kaiser machen, was ja für die Christen ja sehr ungeheuerlich war. Und sie könnten wählen, ob sie wieder zurück zu dem alten Glauben kehren, ob sie ja weg von ihrer Heimat fliehen oder ob sie ja auf ihrem Boden stehen und sich weigern. Und so hat auch unser heiliger Tripun getan, als er 18 Jahre alt war. Und der wurde deswegen auch gequält für drei volle Tage.
Tage. Und nach dem dritten Tag wurde er auch geköpft in der Stadt von Nicea. Und hier ist auch der Palast von der Gurgurina-Familie. Und das wurde später umgewandelt zu einem Museum, dem maritimen Museum von Kotor und von Montenegro. Und dort kann man ja auch sehen, die maritime Geschichte von der Stadt, von der römischen Zeiten bis zu den jugoslowenischen Zeiten. Und da gibt es ja mehrere Gegenstände, von denen der Seefahrt genutzt waren. Die alten Möbel sind ja auch ganz gut erhalten von der Gurgurina-Familie. Und auch fast jeder Gegenstand war auch ein Geschenk von den vielen Kapitänsfamilien, die es ja immer noch in Kotor gibt. Die Tradition ist immer noch sehr lebendig. Wir haben auch eine maritime Schule, eine maritime Universität in der Stadt von Montenegro. Und das ist ja immer noch einer von den Lieblingsberufen für die Männer aus der Bucht von Kotor. Und dann hatte man ja auch einen weiteren Platz, damit man eine neue Kirche baut. Und dann in dem Jahr 1909 kam auch diese Kirche, als mehr und mehr Menschen von dem mit dem orthodoxen Glauben nach Kotor kamen, brauchten sie auch einen größeren Platz. Also wurde der heilige Nikola gebaut in dem Jahr 1909. Und das wurde getan in dem neobyzantischen Stil. Und man kann immer noch diese zwei Kirchen besuchen und andere Gebäude. Aber vor dem 17. Jahrhundert hat hier auch ein Palast gestanden von einer Adelsfamilie, der zerstört war während des Dubrovnik-Erdbebens. Und der war so schwer beschädigt, dass man so eine Idee gab, einen kleinen Park hier zu bauen. Und diesen Baum hat man auch gepflanzt nach dem Erdbeben. Und der steht ja hier seit dem Jahr 1667. Und das ist das älteste Baum in der Stadt von Kotor, die es gibt. Und es ist ein schwarzer Pappelbaum. Regentropfen. Auch einen Regen haben wir erlebt in Kotor. Kurz, aber schmerzlos. Kein Kreuzfahrtschiff vorhanden. Was ist da drin? Ich hab dich nicht verstanden. Das ist eine Schicke überall. Hier sehen wir wieder den Beispiel, die kranke Palme. Ob die da nochmal was bringen wir jetzt? Das ist eine andere Frage. Sehr schwierig. Das sind so viele. Sehr viele. Was ist mit deiner kranken Palme? Ja, ob die da nochmal leben wird? Okay, leben tut sie noch. Ja, es sind also mehrere noch in der Stadt gewesen, die dann halt krank sind durch bestimmte
Tierarten, so wie, das sind ähnliche wie Prozessionsspinner, die dann halt auch dann zur Palme kommen. Ja, also Schädlinge. Und sie haben dann also dann halt eine Zeit lang sehr viele unten an Tibet, an Herzog Novi, auch so Kota darum sind, vielleicht haben wir gesehen, viele sind abgeschnitten. Ja. 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 Wie lange ist das schon? Ist das schon eine längere Zeit? Das ist schon eine längere Zeit. Schon. Geht schon drauf.